Ich habe schon wieder kein Essen mehr. Mein Gott, 100 Essen sind echt nichts. Muss gehen, sonst noch. Du hast schon wieder. Der baut sich einfach einen neuen, du Ratte. Hör auf! Der war nicht schlecht. Vor mir. Oh nein, hör auf! Hör auf! Hör auf! So, jetzt werfe ich noch einmal und dann sind wir fertig. Dann darfst du auch noch einmal werfen, dann esse ich was, weil ich verhungere schon wieder. So. Ach! Zwei Meter vor mir. Oh, 30 Zentimeter vor mir. Nee, haupt noch einmal. Einmal will ich noch werfen. Willst du den Treffer kassieren, oder? Mann, Junge! Jetzt rein. Also, jetzt hast du deine Position verändert. Du. Warte. Nee. Ach, Mann! Jetzt hast du es kaputt gemacht. Jetzt sterbe ich wegen dir. Jetzt hüpfe ich aber auch noch mal so rum. Jetzt weißt du nicht mehr, wie ich stehe. Ach Gott. Das war knapp. So, letzter Versuch für mich. So. Oh, sorry, ich habe den Fuß getroffen. Warte, ich zieh ihn dir raus. Aua, das tut weh. Bleib doch stehen. Bleib doch stehen, Junge. Ich will ihn rausziehen. Bleib doch stehen, Junge. Tut doch weh, Mann. Oh, ich glaube, jetzt ist er abgebrochen. Hallo. Also du... Nein, hör auf, nicht aus der Distanz, ich bin tot. Hör jetzt ab. Ich glaube, ich bin echt tot. Ich esse mal lieber was, weil ich habe echt nur noch 30 Leben. Wie viele Leben habe ich dir abgezogen? 30? Dann esse ich erstmal was. Nee, ich schmeiß den weg. Willst du mitgucken, wie ich dir weghau? Nein, ich verhungere, Junge. Ich habe nur noch 33 Leben. Ich muss jetzt. Ich renn weg. Warum? Ich habe einen Hitsound bekommen. Ich habe gerade irgendwas unten an der Küste getroffen. Ich habe Schiss, dass ich nicht spiele. Das ist geil. Jetzt schreibt gleich einer im Chat, hat hier jemand einen Speer verloren? Du läufst, als hättest du einen Stock im Arsch. Ja, schau, jetzt hast du auch mal getroffen. Ist doch schön, ne? Ja, schön. Ich kann anscheinend nur mit Messern werfen. Anscheinend nicht. Aber deine waren sehr, sehr, sehr nah schon. Einfach noch so eine Baseball-Cap auf und dann Mütze weg. Mütze weg. Ja, wie ein Red Dead. Weggeschossen. Mann, jetzt baue ich schon wieder Holz einfach ab. Du musst doch was essen. Eine Insel mit zwei Bergen. Na. Ich esse gleich zwei Kürbisse, weil jetzt mir schlecht geht. Beziehungsweise eher ist gleich drei, weil ich cool bin. Drei Kürbisse. Ja, wir haben genug Samen, Junge. Nee, ich stelle mir mal ganz im Real Life vor. Oh, überleg dir mal so ein drei große. Ich weiß ja, dass wir Leute dehydrieren, aber wenn man drei Kürbisse frisst, dann überhydriert man, also hyperhydrieren. Nee. Guck mal unsere an. Oh, die sind schon gut gewachsen. Ja, aufpassen, die dürfen nicht fertig wachsen, ne? Wieso? Oh, hier ist noch ein Pass. Wie sehe ich das? Mit dem Hammer. Ja. 99% Licht, 82%, 67, 70%, Age 17 Minuten. Ceiling ja, 100%? Da steht Stage dabei noch irgendwo. Da müsste irgendwo Stage stehen, in welcher Phase die aktuell sind. Age. Ne, 17 Minuten. Stage. Sapling. 25%. Ist der weiteste. Ne, 30% hier einer. Ja, Sapling ist noch. Setzling, das ist noch klein. Warum dürfen die nicht komplett auswachsen? Dann kann man die nicht klonen, oder wie? Richtig.
Dann kannst du nur noch fertig abbauen. Ich meine, gut, dann kriegst du beim Fressen auch wieder einen raus, aber. Ja gut, das wäre das höchstens bei dem guten Gehen. Bei dem guten Gehen dann. Eben, das gute Gehen würde ich gern. Weißt du, mich gerade wegen triggert? Was? Weil hier noch eine zweite Tür hin soll. Nee, 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 aber bei mir hat die Tür eine andere Farbe. Ja, ist minimal dunkler, in der Tat. Minimal, Alter, warte, ich mach mal Nee, übertragen, nee, oder? ich sehe schon, das ist dunkler. Hier auf der Seite ist es normal. Es ist brutal dunkel, als ob da voll der Schatten drauf Ich glaube liegt. fast, das ist ein Lichtbug. Wegen den Fahnen hier vielleicht. Warum? Naja, wenn ich das. Moment, da muss ich ja einmal komplett. Oh Gottes Willen. Was Ja, wenn du für das X, wenn du das X auf deiner Seite siehst, dann ist ein. Ja, es so. aber ich kann ja nicht. Da. Ich muss ja hier, ne? Ich muss ja erstmal so weit runterkommen, nicht? Ah! Warte mal, der hat hier eine Hitbox. Ja, du kannst drauf. Ey, ist das geil. Das ist ja geil. Eine Hitbox hat er, aber durchbauen kann ich. Cool. Hey, dir weiß es lustig wäre. Was? Den als Aufweg nutzen. Könnte man teilweise machen. Guck mal. Oder Bitte, hier bitte. tot. Würde ich hier tot Ah! verstecken. Hä? Hier Ah! drin verstecken. Moment. Gut, Jump'n'Run-Profi, ey. Oh, hier oben, ja. Das könnte man in der Tat irgendwie machen. So kleine Truhen hier überall auf dem Baum verstecken. Ich dachte, ich denke dann zu Weihnachten, wenn der Server so lange hält oder wenn wir das so eine Basis bekommen, ich lauter Lichter an so einen Baum ran und dann, es ist Weihnachten. Wir haben Christmas. Hey. Er ist ein wenig angegangen, der Baum, aber hey. Okay, da kann ich mal gucken. So, jetzt habe ich nur noch 8 Holz. Acht Aber wir haben Holz schon hat man. 900. Kriege ich da jetzt Schaden? Ah! Mein Bein gebrochen. Haben wir schon Schwarzpulver? Schwarzes Pulver. Oh, schön, wir haben fast 1000 Schwarzpulver. Wie gesagt, schau halt ab und zu mal auch an die Pflanzen ran, ne? Jo, ich baue erstmal ein paar Äxte. Dünnset. Ich baue mal 6 Stück. Oder? Ja, vielleicht bauen nicht zu viele gleich. Brauche ich 3. Ich glaube, besser. Schon wieder Trap. Tarp. Trap. Trap. 6,5 Stunden später. Falls ihr euch jetzt fragt, war das jetzt hier alles? Hier jetzt nochmal ganz kurze Erklärung. Wir sind jetzt auf einen neuen Server gegangen, weil beim alten Server gab's, der lief nicht so flüssig und ja. Das ist jetzt hier ein EU-Server, also Deutsch-EU-Server. Würde ich sagen, sind auch recht viele Deutsche da und ja. Ich zeige euch jetzt nochmal ganz kurz im Überflug die Base. Und ja, wir sind halt auf einem neuen Server. Ich glaube, da passen 100 Leute drauf und so 80 Leute sind bei den Stoßzeiten schon online und normal 50. Und ja, ihr seht schon, wir haben ein bisschen übertrieben. Und ja, ist ein PvE-Server. Wir haben gesagt, wir wollen noch mal schön krass was ausprobieren. Das Spot hier oben links ist auch geil. Wir haben hier einfach mal eine komplette Insel für uns komplett alleine. Ist sehr, sehr geil. Und um dieses Gebiet hier haben wir eine ganze Mauer gezogen. Krass einfach. Und ja, irgendwo kullert hier mein Bro auch noch rum. Ich sehe ihn aber nicht. Irgendwo kullert er hier rum. Der ist auf jeden Fall online. Du nochmal. Ja, ich nochmal. Ich will hier noch eine Erklärung für euch geben. Hatte ich ja keine Zeit vorhin. Und ja. Neuer Server, wie gesagt, gab ein bisschen Hackmeck und. Ja, aber auch jetzt nicht so wildes Zeug da, ne? Also alles Hakuna Matata, aber jetzt nichts so derartiges. Aber hat sich auch nicht so geil mehr angefühlt, das Spielen auf den Server. Jetzt sind wir hier auf den Server. Die nächsten 2,5 Wochen. Und dann wird er eh gewiped, weil alle Server, weil ein Update kommt.
von Rust und dann mal gucken, wie es weitergeht. Primär werde ich dann hier auf dem PvE-Server zocken und dann mal gucken, wie wir dann ins PvE ein bisschen übergehen. Wahrscheinlich werde ich dann zweischienig ein bisschen zocken. Muss ich mal gucken. Und ja, das ist jetzt hier unsere Base. Wie gesagt, das ist ein riesiges Gelände. Hier ist der Haupteingang. Dann hier mit so ein großes Tor. Das haben wir extra falsch rum platziert. Wegen, na, wenn es nach außen ausgeht, finden wir halt besser. Und es sieht halt geil aus. Vor allem, ihr seht schon, hier ist so Nebel, wo es hier halt einfach komplett rumzieht. Und das ist wirklich sehr, sehr geil. Hier unten haben wir die Fundamente alle schon auf Stein gebaut. Das Lustige ist, dieser kleine Ort hier ist Sumpf. Das hier normal, normal, normal und hier drin einfach Sumpf. So ein kleiner Sumpf einfach. Und da haben wir unsere Base drauf gebaut, weil halt riesiger Platz ist, wo halt alles eben ist. Hammergeil. Da vorne unser Haupteingang. Jetzt kommen wir zum Nebeneingang, den Helmsklamm-Eingang. Wie ich ihn so schön nenne. Da müssen wir auch auf jeden Fall noch Schlösser ranknattern. Hier der Helmsklamm-Eingang. Der wird dann auch mit einer Doppeltür noch gesichert. Und ja, ihr seht schon, da haben wir ein, zwei Sachen gebaut. Und die Leute hier auf dem Server sind auch voll nett und voll cool drauf. Da waren vorhin ein paar Hacker drauf. Oder ein Hacker, wo halt ein bisschen Munition und Waffen so für seine vier Leute noch gegeben hat. Und da wollten sich alle irgendwie direkt vereinen und die kaputt machen. Na? Aber da haben die gesagt, tötet man lieber nicht. Da haben es die Admins leichter mit dem Bannen. Ist ja klar, wenn nur die töten, werden die instant gebannt. Und ja, das war eigentlich lustig. Geil, wie sie zusammengehalten haben, die ganzen Leute gleich. Und ja, das ist hier unser kleines Kapuff. Das ist jetzt unspektakulär, alle wichtigen Sachen. Das hier ist krass. 2600 und 1700 nur. Das ist krass. Hier ist die Upkeep-Time nur 10% und das ist sehr lecker. Also 10% kostet das alles nur an Versorgungskosten. Und ja, hier links kommt das Wasserhaus hin, also der Wasserturm. Hier machen wir Pumpen hin und oben kommen dann Wasserspender. Wo das Wasser eindingsen. Oh, hier unsere Kürbisse. Darum. Oh ja, die harvest ich mal hier ab. Dass die hier nicht kaputt gehen. Denn die haben wir gepflanzt, weil hier haben wir einen kleinen Fehler gemacht. Den kann ich noch nicht. Harvest kann ich hier machen. Harvest. 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 Open. Den kann ich harvesten. Kann ich alle harvesten? Weil hier drunter, wir müssen die Felder hier abbauen, weil die haben zu viel Wasser drin. Da baue ich, glaube ich, jetzt nochmal kurz das Dächlein drüber, dass die gar austrocknen, solange wir nicht online sind. Die haben aber gut jetzt Wasser gesogen. Alter, 20 Kürbisse. Wir verhungern nicht mehr. Okay, und jetzt ganz schnell ein Dach drüber zimmern, dann bleiben die auch trocken hier. Einmal. Zweimal. Dreimal. Viermal. Fünfmal, sechsmal müsste reichen und ja, das hier wird das Gewächshaus und oben kommt dann Strom noch drauf und bla 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 bla, viele andere coole Sachen und ja, dann das ist hier der Turm, da gehe ich noch nicht rein, dann hier haben wir unsere Werkstatt, hier haben wir drei Furnace, weil reicht, ganz ehrlich, das reicht von vorne bis hinten, wenn wir jetzt nicht innerhalb von 5 Minuten 1000 Schrott haben wollen, Metal Fragments oder was auch immer, dann reichen drei. Drei reichen wirklich. Und vor allem, die müssen ja auch gut befeuert werden. Da haue ich jetzt überall mal 1000 rein. Weil die müssen halt auch befeuert werden. Und das können wir dann wirklich in einem Maß halten. Und oh, lecker viel essen. Schön. Dann Gunpowder könnte ich nochmal kurz craften, solange ich hier bin. Gunpowder. Chugger, 22 Stunden. Mit Level 1, ich stehe einen Meter davon entfernt. Spreng dich weg. Craft. Und ja, Workbench 1, Workbench 2 haben wir noch gebaut. Und ja, hier wird der Bauturm, wo wir alle Sachen reinmachen, wo wir dann bauen. Dann hier, wlupp, der ganze Baum einfach eingebaut. Ist geil, ist geil. Bin mal gespannt, was wir hier noch die nächsten zwei Wochen hier machen werden. Das sieht schon geil auf jeden Fall aus. Ich kann mir vorstellen, dass wir hier so Fackeln aufstellen oder so riesige Scheinwerfer nach unten machen, dass der Baum angestrahlt wird oder was auch immer. Dann müssen wir mal gucken. Ich glaube, ich schalte mal meine Taschenlampe jetzt mal ein. Und ja, ist alles erstmal provisorisch, deswegen ist es nur aus dem Material hier gebaut. Das ist hier wirklich cool, wenn ihr jetzt hier so oben steht, zwischen den Bäumen. Das ist schon ultra chillig. Vielleicht kriegen wir noch schnell genug einen kleinen Pool hin, dann können wir hier einen Pool hinstellen. Das ist ja geil. Und ja, dann geht's hier nach oben. Ja. Hä? Achso, bei... Hier ist eine Stufe, da
machen muss. So. Nee. Hä, warum? Alles klar, da hängt es ein bisschen. Mysteriös. Gehen wir hier jetzt nach oben und das ist jetzt hier das Obergeschoss. Hier oben wohnen wir dann. Also, das Haus da unten, das da, machen wir nochmal komplett weg und wir ziehen dann hier nach oben hin. Und ich denke mal, das ist dann eine geile Sache. Der Turm wird natürlich noch ein bisschen höher, dass wir hier die Äste weg haben. Und ja, das denke ich mal, wird eine geile Sache. Und ihr seht schon, der Nebel, der ist halt so geil hier einfach. Und das sieht wirklich, ich gehe jetzt schon mal nochmal schnell darüber. Dann zeige ich es euch nochmal, weil das sieht so nice aus. Wahrscheinlich habe ich es auch als Thumbnail genommen. Aber wenn der Nebel hier so unten alles so bedeckt und... Haha, ich habe mich geglitscht. Ich habe mich geglitscht. Dann sieht das halt wirklich geil aus, wenn so die Burg, kann man schon sagen, oder Festung, so aus dem Nebel herauskommt. Das ist echt geil. Also der Spot hier oben ist echt hammergeil. Vor allem, es sind voll viele Monumente hier in der direkten Umgebung hier. Das ist echt mehr als nice. Ja, können wir jetzt mal hier hochspringen? Und ja, es sieht schon geil aus. Also ganz ehrlich. Es sieht schon. Gleich mal Screenshot machen. Es sieht schon sehr geil aus. Wenn das so aus dem Nebel rauskommt. Es sieht schon geil aus. Stellt euch mal vor, der Turm hier, F. Der Turm hier geht noch ein gutes Stück weiter hoch. Dann da so noch so ein paar Türmchen. Das ist echt geil. Und dann zieht man es vielleicht von der anderen Uferseite. Das wäre schon geil. Und ja, das jetzt nur mal kurz der Übersicht hier. Ich laber schon wieder viel zu lang. Und ja, schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr dazu meint. Und bis dahin, denke ich mal, was ist dann auch soweit von dieser wunderschönen Folge Rust. Und damit bedanke ich mich nochmal recht herzlich fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.